in, I'm just happy I'm alive. Stomach cut from that I harbor deep inside. Still a broken glass, ain't no tripping over spilled milk. How many times you fake it just to show them you the real deal? How many you inspire, leave you out the conversation? How many mini me's do it take to be the greatest? Let them take my flesh if it means I feed the nation. Let me keep my feet up and admire my creation. School of hard knocks, pay my dues and graduate. Come a long way from hopping fences at this station. Pull up my entrance like my exit, I just came to show face. Wins and losses made me humble, but I'm falling from grace. No one talking about the action when you're running in place. We made something out of nothing, just a regular day. We made something out of nothing, no applause for that. Mama do that every day and no rewards for that. Mama tried, it was hard, so unfortunate. Scars heal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute präsentieren wir Ihnen eine Partie aus dem Modus Überraschungsball. Könnte eine packen. Schöner Pass. Und der Ball passt. Die Führung für Sie, Wahnsinn, damit konnte man doch nicht rechnen. Und das war eine richtig starke Direktabnahme. Und auch das Zuspiel vorher, klasse, ein Riesentor. Geht ja gut los. 2 Minuten rum und das erste Tor ist schon gefallen. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Und das ist der Ballverlust. Toller Pass. Kann er was draus machen. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Macht ihn! Und besser kannst du die Kugel nicht platzieren. Er geht in den Winkel. Hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt bei einem sehenswerten Treffer. Fabinho. Den Ball kann er abfangen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Da macht er ihn rein. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Kaka. Fabinho. Lucas Moura. Jetzt der Vorstoß. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Kommt jetzt die Flanke rein und jetzt die Chance. Und da klingelt's im Kasten. Klasse herausgespielt und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Er macht das nächste Tor. Das ist schon klasse. Heute einfach unaufhaltsam. Nächster Treffer. Der macht hier, was er will. Einen besseren Tag kannst du nicht erwischen. Der Vorstoß jetzt. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Ja, könnte was werden. Super Pass, ja. Jetzt vielleicht. Und da ist das Tor. Sehr guter Schuss, gut platziert und nichts zu halten in dieser Szene. Klasse Tor, schön ins Eck verwandelt. Petit am Ball. So langsam wird es gefährlich. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Der Ball ist drin. Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor. Den macht er mit dem Kopf. Und wie, sehr gutes Timing in dieser Szene. Und da trifft er die Kugel richtig gut. Fabinho. Fabinho mit dem Ballverlust. In den freien Raum. Den spielt er in den Lauf. Und da haben wir es, das Tor. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Fabinho. Kaka. Pech kam am Ball. Könnte jetzt was werden. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf.
Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart, gut rausgekommen. Nils Petersen, jetzt ist der Platz da. Ein fantastischer Treffer. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Kaka. Ballverlust, Fabinho. Schöner Pass. Jetzt ist es gefährlich. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Da verlieren sie den Ball. Yannick Gerhard. Und jetzt die Chance. Und das Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Kaka. Der Ball von Fabinho wird abgefangen. Ja, da ist Platz jetzt. Und damit sind sie am Ball. Sieht gefährlich aus. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Und jetzt die Chance. Immer noch gefährlich. Ein unfassbares Tor. Da haben sie sich klasse durchkombiniert. Und dann war er plötzlich ganz frei. Und so eine Chance nutzt er dann, ist ja klar. Kaka. Fabinho. Fabinho mit dem Ballverlust. Toller Pass. Was macht er draus? Jetzt vielleicht. Sie machen das Tor. Nein, eigentlich machen sie sogar zwei Tore. Ja, Wolf, so ist das in diesem Modus. Absolut unberechenbar. Das Ding zählt doppelt. Klasse Treffer hier. Da hat alles gepasst beim Abschluss. Kaka. Bergkamp. Die Vorwärts. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Warum um Himmels Willen geht er so ein Risiko? Er sollte den Ball lieber abspielen. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Was für ein Tor! Das war nicht schwer für ihn, aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Da zeigt er den absoluten Willen und macht das Ding rein. Auch Torhüter können heutzutage eben Fußball spielen. Das zeigt er in dieser Situation. Kaka. Ballverlust, Fabinho. Er überzeugt heute als Passgeber. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Und die Balleroberung, wichtig. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Gut durchgesetzt, gefährlich. Der Konter war Weltklasse, der Abschluss eher nicht. Nee, Wolf. Und jetzt werden sie sich natürlich ärgern. Das war eine richtig gute Chance. Mühling. Gefährlich. Chance zur Flanke jetzt. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Macht er gut.
Jetzt vielleicht. Da ist das Tor. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht. Lässt der Abwehr keine Chance. Und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Das könnte die Chance werden. Viel mit Auge. Er ist frei. Drin ist der Ball. Und da zählt der Treffer doppelt. Spannende Regel, spannender Modus, Wolf. So ist es. War natürlich ein wichtiges Tor. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Jetzt Bergkamp. Jetzt der Ballverlust. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Balleroberung, ja, da sieht man die. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig, darf gerne nach der Pause noch ein bisschen spannender werden. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie noch mal ins Spiel zurückkommen. Er bekommt die Unterstützung. Und jetzt die Chance. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Er muss da drin sein. Fällt das Tor doch noch. Oh, erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft. Auf ihn ist Verlass. Petit am Ball. Kaka. Quincy Promes. Klasse Technik. So, wir machen uns auf Dreifachtreffer gefasst. Was für ein Spiel! Ecke kommt ins Zentrum. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Sie üben schon früh Druck aus. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Wird Einwurf geben. Nur der Alu-Treffer und das wird sie mächtig ärgern. Das Ding hätten sie zu gerne mitgenommen. Ball kommt weit. Jetzt geht's los. Ab jetzt zählen Tore doppelt. Ballverlust. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Schöner Pass. Kann er was draus machen? Da ist der Ball und er ist drin und das zählt natürlich doppelt. Richtig, dieser Modus kann so ein Spiel komplett verändern. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Kaka. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei.
Macht er gut hier. Schöne Aktion. Macht er gut. Da ist die Flanke. Schön geklärt. Kaka. Die Gäste werden wechseln. Ballverlust. Super Pass. Gefährlich. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Drin ist der Ball und da zählt der Treffer doppelt. Spannende Regel, spannender Modus, Wolf. So ist es. War natürlich ein wichtiges Tor. Kaka. Petit am Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Abgewehrt vom Torwart. Jetzt kommt die Ecke. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Gerhard. Den hat er super gehalten. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich... Sie machen das Tor. Nein, eigentlich machen sie sogar zwei Tore. Jawohl, so ist das in diesem Modus. Absolut unberechenbar. Das Ding zählt doppelt. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Sehr gut den Kopf an den Ball nach dieser Ecke gebracht. Keine Abwehr. Und William Carvalho. Bechkammer Ball. Da gewinnt er den Zweikampf. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt können sie vielleicht kontern. Das macht er gut. Das muss es sein. Immer noch gefährlich nach Roblax Abwehr. Nun Lukas. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Tor! Und der Treffer zählt hier natürlich doppelt. Klarer Fall, Wolf. So sind in diesem Modus nun mal die Regeln. Es geht weiter in dieser Begegnung. Alle Tore haben zurzeit den dreifachen Wert. Jetzt Sergio Ramos. Nun Becker. Petit am Ball. Dennis Becker. Kaka. Ballverlust. Klasse Pass. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Da verlieren sie den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Nils Petersen. Da wäre Platz für den Konter. Ja, könnte was werden. Da hat alles gestimmt, bis auf den Abschluss. Ach, das war nix. Aber der Konter, der war gut. Die Schlussphase der Partie bricht an und die Fans geben noch mal Vollgas. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sich das auf die Mannschaft überträgt. Den muss er besser verteidigen. Und jetzt die Chance. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Vielleicht die Konterchance. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich... Er schießt! Tor! Und das zählt gleich dreifach. Richtig, wir sehen es ja. Es ist ein unheimlich wichtiger Treffer zum richtigen Zeitpunkt. So, weiter geht's hier in diesem Spiel. Tore zählen im Moment doppelt. Auch da verlieren sie wieder den Ball. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt schießt er. Jetzt das Tor. Das heißt also, sie erzielen hier gleich zwei Tore auf einmal. Ist schon spannend, dieser Modus. Du weißt nie, womit du rechnen musst. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist.
Kaka. Jetzt Petit. Promes. Jetzt vielleicht. Klasse gemacht, stark geblockt. Jetzt ist Platz für den Konter. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Jetzt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Der Modus gibt es vor, jetzt zählen Treffer also doppelt. Da zieht er ab. Sie machen das Tor. Nein, eigentlich machen sie sogar zwei Tore. Ja, Wolf, so ist das in diesem Modus. Absolut unberechenbar. Das Ding zählt doppelt. Kurz vor Schluss treffen sie ja nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Spiel geht wieder los und alle Tore. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Absolut überzeugend seine heutige. Das könnte die Chance werden.